Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part Far Cry 6. Ich hatte eine kleine Pause, aber das soll ja nicht, ne, nachteilig sein. Was haben wir hier denn? Ja. Warte mal, hier nicht? Doch, hier auch, ne? Fahrzeuge beim Aufprall zu zerstören und hier? Ach nee, nur Reifen, ne? Aber da hier sind die Nagelsperren. Ah, okay, gut. Ja, hat schon Unterschiede. Aber jetzt ist jetzt nicht so gut wie uns das, was wir schon dran haben. Was ist das hier? Okay, das ist interessant. Aber da wir es eh gerade momentan nicht benutzen. Nee. Ach, hier. Ich nehme mal blau, ne? Ich finde blau jetzt ansehnlicher als rot. Aber es ist eine persönliche Prävention. Nicht Prävention. Eieiei. Meinung. Aber was? Alter. Meine Güte. Moin. Tschüss. Ja. Ach, da haben wir ja das Dings noch, ne? Dass ich ja noch gesucht werde. Die haben eine Spur verloren. Okay. Bitte nicht. Ah, was läuft hier? Okay. So, ich war noch nicht gecrouched. Was? Ich bin dann mal weg, ne? Was? Ja, dann. Achso, das sind die. Entschuldigung. Hatte ich doch tatsächlich einen Frosch im Hals. Also nicht wortwörtlich, sondern symbolisch. Ich glaube, der ist noch hinter uns, der. Okay. Was ist denn hier das Dings? Ach, hier. Stimmt, es gibt ja auch so kleine, ne? Jetzt habe ich gar nicht drauf geachtet, was wir da bekommen haben, aber egal. Wird schon was Schönes sein. Ist doch bestimmt hier so eine Dings, ne? So eine Rutschpartie. Ja! Was? Ich höre hier irgendwo... Ja. Ich sehe schon. Kannst du mal bitte? Dankeschön. Ich habe den Stolperdraht eben schon gehört.
Das hat mich gerade ein bisschen kirre gemacht. Ruhig bleiben. Scheiße, ein Panzer! Ja. Könntest du das nochmal bitte lauter schreien? Also nochmal drei Nummern lauter brüllen. Oder irgendwie sowas. Wäre super. Ich weiß nicht, ich glaube, das haben noch nicht alle gehört. Wenn er da nochmal lauter reden könnte, so, ne? 500 Dezibel lauter. Ja, moin. Und sonst so? Hi. Was geht? Ich bin mal auch mal auf dem Sprung, ne? Sachte. Was? Ach so. Ach, das ist, da brauche ich einen Schlüssel, ne? Der. Ich glaube, der Panzer ist das Einzige, was sie hier noch an dem Punkt haben, ne? Oder? Schade, dass ich da nicht, okay. Nein! Ich weiß nicht, warum das da explodiert ist, ey. Jetzt weiß ich, warum es explodiert. Ah, du Potzau! Du Potz... Nein! Mann, hol doch die Pistole raus. Ich dachte erst, ich hätte hier Friendly Fire. Deswegen war ich kurz irritiert, aber ist kein Friendly Fire. Oh fuck, wo denn jetzt schon? Wieder. Krieg und Explosion, ha? Huh? Ja. Ach, das ist die da vorne. Okay. Ich will das Pferd nicht treffen. Ja, klar. Hinter dem Pferd verstecken, ne? Weil ich das Pferd nicht angreife, ne? Ja, hau du mal ab. Bitte. Ja, ja. Und zwar. Wow.
läuft denn hier bitte? Scheiße! Ich bin weg. Ich klau mal hier, ne? Ich glaube, die Welt geht unter. Ach, du bist auch noch da. Also der Panzer meine ich, ne? Ja, die jagen mich. Ist jetzt halt so. Aber wo ist der Panzer hin? Ich glaube, den muss ich klein kriegen, damit ich hier den... Okay. Ja, die haben... Aber wo ist der Panzer? Ich meine... Nee, die sind auf unserer Seite. Was? Okay, gut. Jetzt haben wir's. Okay. Ich dachte, ich muss den Panzer noch irgendwie, aber... Nee, ist schon eingenommen. Die wollte ich nämlich noch mitnehmen. Definitiv. Alles klar. Wenn man schon in der Nähe ist. Ich weiß nicht, kann man immer gut gebrauchen. Ne? Und wir kriegen 250 XP. Ist doch super. Apropos. Ach, da vorne liegt noch was. Ich wollte jetzt gerade gucken, weil hier vorne ja ein Pferd gewesen ist, aber es ist nicht mehr da, ne? Nö. Hi! Sag mir, was du weißt. Entschuldigung. Es steht eine Vorratslieferung an. Sei okay. Als Erste vor Ort und schnapp sie dir. Gracias. Ja, ich wollte dir nicht drauf gucken. Entschuldigung. Aha. Okay. Fahrzeugübergabestelle. Wo könnte hier denn noch eine sein? Nur hier, ne? Das sind die Übergabestellen, ne? Genau. Ansonsten sehe ich hier gerade keine. Schade. Schade, dass die nicht irgendwie... Aber gut, ich will das Fahrzeug unbedingt haben. Unbedingt freischalten. Deswegen werden wir mal kurz dahin fahren. Ne? Ich weiß sonst, dass es wieder verloren geht, wie der Heli. Ne? Beim letzten Mal. Deswegen. Ist ja nicht so, als wären wir hier irgendwie, ne, unter Zeitdruck oder irgendwie sowas. Die Revolution, die geht langsam. Ne? Das ist etwas, was, ne? Was jetzt nicht von heute auf morgen ist. Nein! Bitte lasst mir mein Motorrad. Sowas meinte ich. Irgendwas ist immer irgendwo. Leute. Okay. Ich will die nicht provozieren. Ne, irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich sonst... Alter, habt ihr das gesehen? Der hat auch so komisch rübergezogen. Wichser. Ich sag noch, ich will die nicht provozieren, ne? Und die ziehen voll rüber, ey. Auf gerader Strecke. Also er hätte noch nicht mal rüberziehen brauchen, war ja noch nicht mal eine Kurve oder irgendwie sowas. Eieieiei. Einfach nur wack. Schicke Musik, wieso haben wir eigentlich keine Musik? Ja. Ich glaube, wir haben keine Dings, ne? Ne, wir haben kein Radio. Schade. Naja, müssen wir hinnehmen. Nicht jedes Gefährt hat halt Radio und so, ne? Das ist halt, das ist Luxus. Den hat man in der Revolution halt nicht, ne? Ist sowieso nur Musik des Feindes, also. Ne? Wen interessiert's? Genau, ich glaube, wir müssen hier dann parken, ne? Okay. Ja, Hammer.
ist freigeschaltet. So. Ups. Ist freigeschaltet. Pff. Irgendwo gegengefahren. Warte mal, ich mach's mal so. Uah. Ne, ist ja da in der Nähe. Fahren wir einmal hin. Ist die Luftabwehr, ne? Immer noch. Okay. Ja, steht da oben, ja. Flugabwehr, die ganzen Flachs da. Nehmen wir noch mit. Kriegen wir hin. Entschuldigung. Ich wollte nicht stören. So, einmal darunter, ne? Hier. So, was hätte ich auch gern, was der da vorne hat zum Quatsch. Müssen wir uns auch nochmal besorgen. Und dann damit zu Philly. Oder zu einem anderen. Ich meine, wir können ja dann noch mit der Zeit neue freischalten, ne? Ach ja, ich liebe das. Ich liebe das, wenn wir hier durch unsere eigenen durchfahren hier. Und die dann uns gehören, die Straßensperren. Ist schon nice. Oh, ein herrenloses Pferd. Aber wir haben gerade momentan das Motorrad, das reicht. Ne? Sind wir wesentlich schneller mit unterwegs. Auch lauter, ja. Und ich bleib häufiger auf der Straße, aber ist halt auch schneller, ne? So. Da vorne ist es auch schon. Wow. Ich sollte vielleicht auch nicht so ausscheren. So schwanken. Nö. Kojoten. Entschuldigung. Ich wollte halt wirklich so einmal durchfahren. Also, ne, durch die durchfahren, nicht die anfahren. Einmal so, ne? Ich dachte, okay, da ist eine Lücke. Links und rechts einer. Wie soll ich ausweichen? Ja, ja, komm. Als wenn ihr hier besser fahrt. Ich habe jetzt natürlich nicht reagiert und nicht gehupt, wie es, ne? Normale Bürger auch machen. Man hupt ja nicht einfach so. Das ist Erregung öffentlichen Ärgernisses und so. Ne, das macht man nicht. Ich bin ja auch, ne? Alejandro, ich suche nach der Flugabwehrkanone in der Nähe von Verrera. Du musst an der Kirche im Norden der Stadt vorbei. Sie ist ganz in der Nähe von einem großen Feld. Alles klar. Aber sei vorsichtig. Hab sie schon. Schade, dass ich ja nicht nur das eine Auto rufen kann. Es sei denn, ich habe irgendwann die anderen Autos freigeschaltet. Aber sowas hier kann ich halt nicht rufen. Über den Service. Okay. Vorsicht, Dani. Na, wirklich? Und ich dachte, Danone gibt dir genügend Rückendeckung. Also ist der Spruch nichts geworden. Toll. Wenn man Brain AFK ist, dann sollte man auch keine Sprüche droppen, ne? Geisel. Was? Wo? Wo? Wo ist denn jetzt die Geisel? Ich sehe nur zwei Dudes. Okay, wir crouchen. Ich bin mal ein bisschen Brain AFK, ne? Nein, nein, ich bin nicht hier. Ich bin nicht hier, ich bin nicht hier, ich bin nicht hier. Is anybody there? Okay. Wieso habe ich eigentlich Chorizo nicht dabei? Frage ich mich gerade. Ich meine, wir haben schon lange keinen Dings Amigo mehr dabei gehabt, ne? Ah, okay. Wir haben generell gerade. Okay. Ja gut, dann, wir werden danach mal wieder Guapo rufen, ne? Das wäre ja mal was. Ah, die Bewegung.
Ja? Kommst du hier rüber oder kommst du nicht rüber? Ich würde ja gerne Stein schmeißen, aber geht gerade nicht. Also geht generell nicht, sorry. Warte mal, warum bin ich eigentlich so Brain AFK? Waren mehr Pfeile als notwendig, aber einmal bitte wieder geben. Danke. Was haben wir hier? Ist da wieder Uran drin? Mein Freund und Helfer, das Uran. Hätte nie gedacht, dass ich sowas mal sagen werde, aber ja. Ne, ist halt Far Cry. Wer hupt denn die ganze Zeit? Nachricht in hastiger Schrift. Das ist so krass, Francesco. Einfach nur krass. Hector wollte doch mehr Verantwortung, ne? Also hat er sich für den Auftrag gemeldet, diese Vorratslieferung abzuwerfen als Flugzeugpilot, der direkt Napoleon El Pequeño persönlich unterstellt ist. Es ist sein erster großer Auftrag. Und was macht er? Er verfehlt einfach mal die Markierung und wirft das Scheißpaket auf einem... Mogote ab? Weiß? Ernsthaft, sowas kann man nicht, sich nicht ausdenken. Gestern Abend hat er sich eine Kletterausrüstung geschnappt und hat versucht, einen Weg den Hügel hochzufinden. Was? Oder Mochotte? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Sorry. Ist halt ein Hügel, ne? Schicke Karte. So, jetzt müssen wir mal gucken hier. Da vorne liegt noch was. Okay. Ich glaube, ich habe da so, eine Ahnung, wie ich den Kleinen kriege. Unser Freund. Na, wir haben ja aber erst schon alles mit, ne? Bitte. Erledigt. Haben wir jetzt wirklich alle entfernt? Anscheinend, ne? Die zwei Flugabwehrgeschütze sind erledigt. Die Luft ist rein. Gut, das wird ihm die Sicht erschweren. Einer der neuen Soldaten im Lager hat mal in dem Radarbunker gearbeitet. Er sagt, wenn du dir Zugang zum Computer verschaffst, kannst du die Standorte aller Flakgeschütze im Westen sehen. Aber das Ganze ist mit Schlüsselkarten gesichert. Du musst einen Weg hineinfinden. Ich bin dran. Ah ja. Ups, ich fahr gleich wieder gegen irgendwas. Da oben. Ach, hier. Entschuldigung. Anfängerfehler. So. Oh. Ah, nee, es ist, ich sehe schon, Sorry. War, ich hab nur absaufen lassen. Sorry. Hab abgewürgt. Passiert. Ey. So aggressiv immer gleich, ne? Fühle ich mich glatt in andere Spiele hineinversetzt. Wo die Gegner auch gleich so aggressiv werden. Naja. Ist wohl so ein Ubisoft-Ding. Aggressive Gegner. Ja, sind ja nur 500 Meter, ne? Oh. Hey, du! Was willst du denn hier? Ich schmeiß ja sehr auf. Ich hätte schon gedacht. Du darfst hier nicht sein! Okay, ich fahr da mal. Ich hab gedacht, ja gut, wir nehmen die beim nächsten Mal ein. Ich fahre da mal so ein bisschen langsamer. Und dann später schnell. Hat funktioniert, ne?
Wir sind weg. Die wissen nicht, wo wir sind. Super. So, wie weit noch? 200 Meter, okay. Müssen wir ja gleich da sein, ne? Das müsst ihr dann... Ah, ja, okay. Ist das wieder jemand, den ich schmieren kann? Ich meine, habe ich ja noch nicht so oft gemacht, aber... Wäre das denn jemand, den ich schmieren kann? Hi, ich hoffe, du bist nicht... sauer. Hier, Guerriera! Gebola. Mein Bruder musste sterben, weil er ein Guerriero sein wollte. Ah, ja. Ich sag dir, wo du die Vorräte findest. Danke. Okay. Cool, danke. Tschüss. Ich hoffe, du bist nicht sauer, dass ich hier gleich einbreche. Du weißt von nichts, ne? Das ist nachlässig. Ich würde sie ungern erschießen müssen, ne? Na, sie war ja jetzt so nett zu uns. Und ich appreciate sowas, ne? Ich finde sowas, ja. Sollte man berücksichtigen. Okay. Also wilde Tiere sind hier ja unser geringstes Problem. Glaube ich. Ich finde es schlimmer, dass sie so einen starken Fußtritt hat. Also, ne, man hört jeden Schritt doppelt so laut. Das finde ich viel verdächtiger. Wir crouchen gerade. Ja, wir crouchen. Trotzdem ist sie teilweise richtig laut. Na gut, vielleicht sind wir auch weit genug von ihr entfernt, dass sie nicht gerufen wird. Im Bestfall. Best Case, ne? Kannst du mal bitte... Ich bin nicht da. Ach komm. Wird schon wieder? Ach, du warst noch gar nicht down. Oder waren sie drei? Es waren drei, ne? Eieiei. Immer diese aggressiven Wildschweine, ne? Okay. Da vorne soll irgendwo der Eingang sein, ne? Bringt nur nicht viel, weil ich glaube, dass es nicht unser Eingang ist. Okay. Ich spring mal. Ich dachte... Ich hasse Kojoten. Ich muss hier eine leise Mission machen und... Ah, ich glaube, ich rufe mal Guapo. Ach, da oben bist du. Der tobt sich dann hier auch aus. Zumindest habe ich dann keine Probleme mehr mit anderen Raubtieren. Der macht die auch fertig. Außerdem mag ich Guapo. Guapo ist cool. Ich frage mich schon, wie das mit den anderen Amigos wird. Kriegen ja noch einen Hahn, einen Puma und einen Hund. Einen anderen Hund. Einen Hund haben wir ja schon. Na, aber so ähnlich einen wie Boomer. Wird spannend. Oder verspricht spannend zu werden. Ne, ich mochte die ja schon mal. Also Boomer und Peaches. Waren ja meine Favoriten. Und hier Cheeseburger. Cheeseburger war auch cool. Aber Bären, da kann man auch nichts sagen. Also ein Bär
In dem Kostüm. Aber es gibt's Cuteres, ne? Ein Krokodil in einem Kostüm. Okay, ihr habt mich wirklich. Ne, Guapo? Das ist natürlich auch was. Macht auch was her. Das will ich eigentlich hier oben. Was mache ich hier? Ah, ich will doch da rein. Warum gehe ich eigentlich hier hoch? Ich muss mich überall umgucken. Ich glaube, rotes Licht ist nie gut, ne? Kann hier irgendwas abschalten? Sieht nicht so aus. Okay. Cool. Wapu wusste das schon und ist deswegen nicht mit hochgekommen. Ich sehe da gerade eine Treppe. Ich probiere es trotzdem mal. Okay. Hier geht's nicht rein. Aber hier... Ja, Guapo, ich frage mich auch gerade, wo es dahin geht. Ich hätte gerne eine Drohne. Weil ich wollte eigentlich ungern hier so... Okay, die Entwickler wären schon... Ich sag nichts. Okay, tatsächlich. Die Entwickler schmeißen mich nicht ins kalte Wasser. Wo muss ich hin? Im Suchgebiet. Okay, ich bin im Suchgebiet. Betritt den Bunker, finde den Hauptserverraum. Hört sich so an, als wenn hier unten was wäre. Okay. Wir sind noch nicht im Bunker. Okay. Ich sollte die Kamera da zerstören. Wo sie recht hat, hat sie recht. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Von da vorne, ne? Gesundheit! Die Kamera ist K.O., ne? Hey, Guapo. Also. Ich bin aber noch im Crouchen, ne? Nein, nein. Ja, Guapo. Tut mir leid, ne? Nein, tut es nicht. Ich werde den mal so verstecken, dass man ihn nicht gleich sieht. Ich denke mal, wenn er hier so liegt, dann ist das günstiger für mich. Man sieht ihn nicht gleich.
ist einfach zu stark gepanzert. Wer? Da draußen. Da ist der Computer. Mal sehen, wie gut ich hacken kann. Nur Einbildung. Oh. Kamera. Gesundheit. Entschuldigung. Notiz einer Schokoriegel auf einer Schokoriegelverpackung. Nur zur Erinnerung, ich muss mir dein Mikrofon und dein Verstärker für ein paar Nächte ausleihen. Ich bin sicher, dass es nur Kojoten sind, aber die Klänge, die ich nach Sonnenuntergang höre, sind nun ja, ich möchte sie für alle Fälle auf Band aufnehmen. Elena hat um einen ganzen Wochenlohn mit mir gewettet, dass es Los Perros Demoniacos sind. Von dem Geld kaufe ich mir eine ganz neue Baseball-Ausrüstung. Okay. Da vorne ist auch noch jemand. Eine Kamera und jemand. Kamera. Da, schon wieder. Ich sollte mehr schlafen. Ja. Das kriegen wir hin. Ach komm. Diese langsame laranische Bandbreite. Okay. Also haben nicht nur wir schlechtes Internet. Warte mal. Ich meine, wenn wir schon mal da sind und wir warten ja eh. Adios, Verstärkung. Ah, nee, ey. Tatsache. Die haben ja genauso beschissenes Internet wie wir auch. Das ist ja widerlich. Und jetzt raus. Ach so, cool. Ich brauche Medis. Medis sind immer gut. Ach, hier waren wir schon, ne? Würde ich gerne auch nochmal mitnehmen. Ach nee, das ist ein extra Raum. Nehme ich auch nochmal mit. Wenn wir schon mal hier sind. So, hier geht's woanders hin. Wo geht's hin? Umklappt? Okay. Nehmen wir alles mit, ne? Vor allem die Medizin. Ach, und dann kommen wir wieder hier rein, ne? Ach, okay. Das ist dann quasi einmal ein Rundgang. Oh ja, das ist ein Raum. Der ist sehr useful. Okay, cool. Also, ja. Einmal tausendmal im Kreis gerannt. Ne, guapo. Ich muss gleich mal auf die Uhrzeit achten. Ich glaube, wir sind auch schon wieder fast drüber, oder?
Also momentan bin ich ja eigentlich schon recht nah dran, bis auf das eine, der eine Part, aber ganz gut eingeschätzt. Damit beende ich dann auch den Part. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann, bye.